Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist so ein besonderes Video, weil ich habe ein kleines Anliegen. Normalerweise habe ich so Videos noch nie gemacht, aber ich habe da so eine Sache, die liegt mir sehr am Herzen. Wie ihr vielleicht schon irgendwie mal mitbekommen habt oder der ein oder andere gesehen hat, war ich ein paar Mal trainieren mit dem Young Guns vom TV Olpe. Das ist die Gruppe, die der Thomas ehrenamtlich sozusagen einmal die Woche zusammenruft und dann gehen die ein bisschen Radfahren. Thomas bringt denen ein paar Sachen bei und so weiter und so fort. Und ich finde das krass, was der Thomas macht. Er bringt den Kids nicht nur Fahrradfahren bei, Springen, Sicherheit auf dem Bike, alles Technische, was so dazugehört. Er bereitet sie auf Rennen vor. Aber es ist auch so, er bringt ihnen bei, in der Gruppe zum Beispiel zusammenzuhalten, Community Building, Umgang mit der Natur und vieles, vieles mehr. Und wie ihr vielleicht den Thomas schon aus den Videos kennt, so steckt er auch sehr viel Herzblut rein. Und ich war ein paar Mal mit den Jungs fahren bei den Treffen des Vereins und ich finde einfach das mega cool, was sie da machen. Und beim letzten Treffen habe ich mitbekommen, dass die Jungs für die nächste Saison ja sich neue Trikots designen wollen für Rennen und so weiter und so fort. Und da das ganze Ding noch keine Sponsoren hat, wie irgendwie größere andere Teams, möchte ich meine Reichweite nutzen, um einfach die Gruppe ein bisschen zu supporten. Und ihr sollt dafür nicht einfach jetzt Geld spenden, so aus Goodwill, sondern ihr solltet ein bisschen was davon haben. Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht auf der Rückfahrt, als ich letztes Mal da war im Auto und habe mir gedacht, hey, damit ihr auch irgendwas davon habt und nicht einfach nur Geld spendet, lasst es uns doch so machen, dass ihr einfach im Store, den ich habe, mit den Klamotten, ein paar Leute haben schon bestellt, ist jetzt aber nicht so super krass. Da gibt es teure Produkte, günstige Produkte und selbst wenn es nur ein Sticker ist, der irgendwie 2 Euro kostet oder 3 Euro, also jeder kann da was von seinem, für jeden Geldbeutel ist was dabei. Und ich möchte die ganzen Einnahmen, die ich im November über diesen Store mache, dem TV Olpe Young Guns, der Gruppe vom Thomas, spenden. Und jeder von euch kann da das Ganze unterstützen. Ich finde das gut, was der Thomas macht. Sowas gibt es viel zu selten. Die Kids fahren eigentlich oft einfach nur so in den Wald rein. Und ja, ich hätte es cool gefunden, hätte ich sowas gehabt damals. Ich habe das alles selber machen müssen im Breakdance halt. Andere Nische, andere Szene. Aber letztendlich waren wir mit unseren Jungs immer komplett allein und wir haben uns alles selber beigebracht am Anfang. Und jemanden zu haben wie den Thomas, der einen da in die Hand nimmt und einem alles auch beibringen kann und jede Menge Erfahrung hat und zusätzlich das auch noch gut beibringen kann und auch menschlich ein bisschen mehr rüberbringt über den Sport und auch über den Kids beibringt, wie man ja mentale Hürden überwinden kann. Das macht er ja super, super viel auch in seinen Coachings. Man hört das oft raus in den Fahrtechnik-Videos, Mentalmonster und solche Begriffe benutzt er ja da. Und ich glaube, dass die Kids, abgesehen vom Fahrradfahren, bei ihm auch super viel mitnehmen können. Ich möchte das so transparent wie möglich machen. Ich habe hier die App von Spreadshop und es gab jetzt schon einen Verkauf im 31.10. Das zählen wir jetzt einfach mal mit in den November rein. Und es sind noch 14,29 € Guthaben auf dem Ding drauf. Die spende ich einfach direkt mit und alles, was jetzt im November reinkommt, geht an den Verein, an die Jungs, dass die Jungs sich coole Trikots machen lassen können und je nachdem, wie viel dabei rumkommt, ich habe ja gar keine Ahnung, wer jetzt das Ganze hier mit supporten möchte oder wer nicht, vielleicht bleibt da auch noch sowas für die Jungs übrig. Wenn ihr das supporten wollt, der Link vom Shop ist in der Beschreibung. Würde mich mega freuen. Es war so eine spontane Idee und ich dachte, was kann ich machen, um den Jungs irgendwie was Gutes zu tun, um das irgendwie zu supporten. Und ich habe jetzt nicht so die krassen Einnahmen, dass ich sagen kann, hey, ich spende denen jetzt komplett die Trikots. Aber
vielleicht mit der Reichweite, die ich habe, der Kleinen, lässt sich da irgendwie ein bisschen was machen. Und das würde mich mega freuen. Die Jungs freut es bestimmt auch. Ich glaube, die wissen gar nichts davon. Ich habe nur den Thomas gefragt, ob er es in Ordnung findet, wenn ich das mache. Aber ich glaube, die Jungs wissen noch gar nichts. Also wäre es auch eine coole Überraschung. Wenn ihr Bock habt, gönnt euch irgendwas im Shop, auch wenn es nur was Kleines ist, wenn ihr nur einen kleinen Geldbeutel habt. Und yes, dann guckt mal, dass die Jungs schöne Trikots bekommen. Ne? Bis zum nächsten Video, dann geht es normal weiter. Das war jetzt so außerhalb der Reihe. Ich hoffe, es geht euch allen gut und bis bald.